Hallo Leute, ich bin Lisa. Ich bin 16 Jahre alt. Ich habe eine ziemlich schwierige Zeit durchgemacht. Meine Besessenheit hat mich fast das Leben gekostet. Ich will, dass jeder weiß, was mir passiert ist. Besonders diejenigen, die sich um ihr Aussehen sorgen. Ich weiß, dass ich nicht besonders hübsch bin. Kennst du die Geschichte vom hässlichen Entlein? Ich bin das hässliche Entlein in der Geschichte. Aber zwischen dem Entlein und mir gibt's einen Unterschied. Ich wuchs später nicht zum Schwan heran. Als Kind war ich ein hässliches Entlein und das bin ich auch heute noch. In der Grundschule war ich sehr dünn. Meine Freunde nannten mich Zahnstocher und in der Nachbarschaft rief man mich sogar Skelett. Das regte mich früher ziemlich auf. Meine Eltern sagten immer, ich solle mehr wie mein Bruder sein. Schau, Stefan hat seinen Teller leer gegessen. Schau, Stefan ist schon größer als du. Beim besten Willen konnte ich nicht so viel essen wie Stefan. Schon nach wenigen Bissen war ich satt. Ich versuchte mich dazu zu zwingen, aber erfolglos. Als ich 11 wurde, wurde mein Appetit plötzlich größer. Vielleicht sagte mir mein Unterbewusstsein, dünne Menschen wären schwach. Ich aß ununterbrochen. Endlich war ich wie Stefan. Zuerst waren meine Eltern sehr froh. Dann begannen sie, sich Sorgen zu machen, denn ich nahm sehr stark zu. Früher sagten sie, Lisa, iss doch mehr. Jetzt sagten sie, Lisa, das ist mehr als genug. Mit 12 war ich stark übergewichtig. Ich aß, als würde ich versuchen, all die vergangenen Jahre wettzumachen. Zwischen den Mahlzeiten naschte ich Chips oder Schokolade. Meine Eltern versuchten, mich davon abzuhalten. Es war, als hätte sich ein Loch in mir aufgetan. Wenn ich aß, wollte ich nur mehr und mehr in mich hineinstopfen. Als ich 14 wurde, fühlte ich mich, als wäre ich nun wirklich erwachsen geworden. Ich begann, mich mit anderen zu vergleichen. Die meisten Mädchen waren schlank und hübsch. Ich beneidete sie. Stolz posteten sie massenhaft Selfies in ihren sozialen Medien. Ich machte nur zu Hause Selfies, wenn ich allein war, und löschte sie dann sofort, weil sie mich so wütend machten. Meine Profile waren voller Katzen- und Hundefotos. Ich hasste die Schule. Man lästerte über mich und verspottete mich, weil ich so furchtbar dick war. Oder zumindest dachte ich das. Das alles machte mir so sehr zu schaffen, dass meine Denkweise völlig verdreht war. Ich hatte keine Freunde. Ich war einsam. Ich kam mir vor wie eine Kakerlake. Ich hatte sogar einen furchtbaren Traum, in dem ich eine fette Kakerlake war. Eines Tages nach der Schule schubsten mich einige Kinder. Ich fiel auf mein Hinterteil. Sie hielten es für das lustigste Ereignis überhaupt. Einer von ihnen machte ein Video von mir. Als ich versuchte aufzustehen, bemerkte ich, dass mir jemand die Hand reichte. Ich sah auf. Ich hatte den Jungen noch nie gesehen. Lächelnd blickte er mich an. Zuerst dachte ich, auch er wolle mich veräppeln. Wenn ich nach der Hand greife, zieht er sie sicher lachend zurück, dachte ich. Aber er sah nicht so aus, als würde er das tun. Ich nahm seine Hand und stand auf. Die anderen Kinder sahen uns verwirrt an. Er brüllte sie an. Verzieht euch endlich! Und sie rannten wirklich sofort weg. Ich war völlig sprachlos. Ich murmelte ein Danke und ging so schnell wie möglich davon. In dieser Nacht konnte ich nicht aufhören, daran zu denken, was passiert war. Ich dachte daran, wie er mir die Hand reichte, wie er mich anlächelte, wie er mir hochhalf und wie er die Kinder verjagte. Ich stellte mir jeden einzelnen Moment vor. Er sah so gut aus. Wer war er? War er neu an unserer Schule? Ich hatte mich nicht mal richtig bedankt. Als allererstes würde ich am nächsten Tag versuchen, herauszufinden, wer er war. Als am nächsten Morgen alle Mädchen lautstark von ihm schwärmten, musste ich nur aufmerksam zuhören. Sein Name war Lukas. Sein Vater war Botschafter. Gerüchten zufolge hatte er schon in 5 verschiedenen Ländern gelebt. Aber jetzt waren sie wieder zu Hause und Lukas ging hier zur Schule. Lukas. Was für ein schöner Name. In den Pausen laufe ich normalerweise nicht so viel herum. Aber an diesem Tag zog ich durch die Flure und hoffte, ihn anzutreffen. Schließlich sah ich ihn. Mit einem Lächeln im Gesicht kam er auf mich zu. Er streckte seine Hand aus. Ich habe mich gestern gar nicht vorgestellt. Ich bin Lukas, sagte er. Ich wurde knallrot und brachte gerade noch Ich bin Lisa heraus. Er schüttelte meine Hand. Alles okay? Fragte er. Mhm. Ich nickte. Ja, ich habe mich gestern gar nicht bedankt, sagte ich. Mit funkelnden Augen sah er mich an. Er behandelte mich wie eine ganz normale Person. Seine Augen waren so grün. Wenn ich sie noch länger anstarrte, würden sie mich völlig hypnotisieren. Auf dem Weg nach Hause dachte ich immer wieder an unser Treffen. Ich stellte mir vor, wie er auf mich zukam, wir uns trafen und wie unglaublich grün seine Augen waren. Beim Zähneputzen vor dem Schlafengehen betrachtete ich mein Spiegelbild. Plötzlich wurde ich traurig. Ich freute mich über etwas, das ich gar nicht verdiente. Das fette Mädchen im Spiegel hätte doch niemals eine Chance. Ich war so ein Idiot. Lukas war ein guter Kerl. Er war einfach nur nett zu mir und sonst nichts. Aber was, wenn ich abnehmen würde? Würde er sich dann verlieben? Schon der Gedanke daran war wunderbar. In diesem Moment versprach ich mir, alles zu tun, um das wahrzumachen.
Ich schwor auf das, was mir am allerwichtigsten war. Als ich wieder mein Zimmer betrat, war ich ein neuer Mensch. Ich schmiss das Junkfood in meinem Zimmer weg. Stundenlang saß ich vorm Computer und durchstöberte Webseiten zum Abnehmen. Ich erstellte einen Ernährungsplan. Ich würde abnehmen, komme was wolle. Meine Mutter war so glücklich, als sie von meinem Vorhaben erfuhr. Noch nie zuvor hatte ich versucht, eine Diät zu machen. Sie sagte, sie würde mich voll unterstützen. Mein Ernährungsplan war sehr streng. Ich aß gerade mal 1/10 meiner üblichen Menge. Egal, was ich aß, ich zählte jede einzelne Kalorie. Ich begann, Gewicht zu verlieren, aber viel langsamer, als ich wollte. Bei diesem Tempo würde ich erst Ende des nächsten Jahres dünn sein. Und ich wusste nicht einmal, ob Lukas dann noch da sein würde, weil er ja ständig umzog. Vielleicht war er die Liebe meines Lebens. Und mein Gewicht würde mir alles vermasseln. Ich aß noch weniger. Es gab nur noch gedünstetes Gemüse. Manchmal fand ich, dass sogar das zu viel war und ich ging ins Badezimmer, um mich zu erbrechen. So nahm ich schließlich sehr schnell ab. Ich konnte meinen Anblick im Spiegel mehr und mehr ertragen. Meine Eltern machten sich allerdings große Sorgen, dass ich so rasant Gewicht verlor. Sie wollten, dass ich die Diät abbreche. Ich war aber an einem Punkt angelangt, an dem ich so gut wie keinen Appetit mehr hatte. Ich wollte einfach nichts essen. Weil ich nichts aß, war ich andauernd müde. Ich fehlte oft im Unterricht. Aber wenn ich in den Spiegel blickte, war es das alles wert. Ich war so dünn geworden. Ich war sicher, dass Lukas mich jetzt mögen würde. Ich suchte ständig seine Nähe, doch er interessierte sich einfach nicht für mich. Schließlich sagte er eines Tages, Lisa, du hast so stark abgenommen. Das könnte echt ungesund sein. Ich war so glücklich. Meine Gesundheit war mir völlig egal. Lukas hatte meinen Gewichtsverlust bemerkt. Gab es noch eine bessere Motivation? Ich war so motiviert, dass ich sogar noch weitere 20 Kilo abnahm. Meine Mutter und ich begannen uns zu streiten. Sie zwang mich dazu, mehr zu essen. Aber es stand noch viel schlimmer um mich, als ihr bewusst war. Um zu verbergen, wie dünn ich geworden war, trug ich weite, große Klamotten. Ich aß, wenn meine Mutter in der Nähe war, nur um später alles wieder zu erbrechen. Mein Denken war wirklich völlig verdreht. Obwohl ich schon sehr dünn war, kamen mir Teile meines Körpers beim Blick in den Spiegel immer noch total fett vor. 3 bis 4 Mal am Tag stieg ich auf die Waage. Ich war so glücklich, wenn Verwandte mir sagten, du hast so viel Gewicht verloren, aber übertreibst du es nicht? Statt dass ich hübsch war, wollte ich lieber hören, dass ich dünn war. Ich wusste, dass ich nicht hübsch war. Aber ich war dünn. Nach all diesen Jahren war ich endlich dünn. Meine Eltern waren echt beunruhigt. Ich verbarg meinen Körper, aber sie konnten mein Gesicht sehen. Ich verstand ihre Sorgen schließlich, als ich körperliche Probleme bekam. Zum Beispiel konnte ich nicht schlafen. Es war, als würde mein Herz gar nicht schlagen. Sobald ich morgens meine Augen öffnete, war ich hundemüde. Mir war ständig schwindelig. Manchmal wurde ich sogar ohnmächtig. Andererseits war ich so glücklich über mein Aussehen, dass ich diese Probleme einfach ignorierte. Wenn wir zum Arzt gingen, wusste ich, dass er mich zum Essen zwingen würde. Er würde mir Pillen verschreiben, damit ich zunahm. Davor hatte ich große Angst und versuchte, meine Eltern zu überreden, nicht zum Arzt zu gehen. Eines Tages schafften sie es, mich ins Krankenhaus zu bringen. Nach der ersten Untersuchung schickte uns der Arzt in die psychiatrische Abteilung. Der Psychiater stellte sofort eine Diagnose. Er erklärte mir den medizinischen Fachbegriff. Dabei hat man große Probleme mit dem Essen. Man ist einfach völlig besessen vom Dünnsein, sagte der Arzt. Zu diesem Zeitpunkt wog ich gerade mal 25 Kilo. Ich war mehr als nur dünn. Unser Gehirn kann so seltsam sein. Ich täuschte mir selbst vor, dass ich mit meinem Aussehen vollkommen glücklich war. Ich bin noch in Therapie. Ich habe noch immer wenig Appetit, also folge ich einem Ernährungsprogramm. Ich gebe mir große Mühe, aber ich nehme trotzdem nur langsam zu. Scheinbar war es großes Glück, dass ich mir meine Krankheit eingestand, auch wenn es schon sehr spät war. Die größte Herausforderung für Ärzte sind Patienten, die sagen, ich mag mich, wie ich bin. Ich möchte nicht zunehmen. Sie wollen nicht einsehen, dass sie krank sind und dringend eine Behandlung brauchen. Während meiner Behandlung passierte etwas sehr Interessantes. Auf Instagram lernte ich einen Kerl namens Ben kennen. Keiner von uns hatte sein Foto im Profil eingestellt. Wir posteten willkürliches Zeug. Ich spürte, dass sich da etwas zwischen uns tat, denn wir verbrachten viel Zeit beim Chatten und hatten eine Menge Spaß. Er sagte, er wolle mich persönlich kennenlernen. Ich bin mit meinem Aussehen etwas unzufrieden, aber ich sende dir trotzdem ein Foto, schrieb ich. Ich habe das gleiche Problem. Vergiss einfach das Foto. Ich will dich morgen treffen, sagte er. Zeit, der Realität ins Auge zu sehen. Ich stimmte sofort zu. Wir trafen uns am Tag drauf. Wir lachten, als wir uns zum ersten Mal sahen. Er sah wie ich damals aus, denn er war ziemlich übergewichtig. An diesem Tag wurden wir ein Paar. Wir sind noch zusammen. Seiner Gesundheit wegen hat er abgenommen. Und ich habe aus demselben Grund zugenommen. Ich liebe ihn so sehr. Dank ihm hatte meine Krankheit doch noch was Gutes.
Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr sie in den Kommentaren oder an die Adresse im Beschreibungsfeld schreiben. Tschüss!